So lange fahren wir nicht mehr in den Garten, wenn wir nicht rein. Der haben wir jetzt eigentlich gefiltert. Wir müssen Fahrzeug haben, wir kaufen die Filtermaschine, die Wasser haben wir jetzt. 5 Jahre später sind wir durch den Konkurs gegangen, aber das Garten läuft nicht mehr. Filter. Okay. 1977 hat man eine neue Dampfmesser installiert und die erste Computerschüler trocknet den Röntgenkanal mit 15 Kubik. Energieinfuhr. Und wir haben dann hier einen Vertrag gemacht und wir haben dann die erste Forschungsführung, Bioflamme von Deutschland installiert. Und 1996 haben wir schon die Zweiteil testen müssen, die jetzt hören, und das ist dann von Smith zu Seeschick gewesen. Trotz mal 1990 ist das Lied mit Ostführung, wo man wirklich eine Gasgrüne schnitzen kann, weil man noch nicht so witzig ist, wenn man hier das deutsche Produkt setzt. Weiter. Eine Stufrichtung vom Heizgebäude. Da hat man also den Dachstuhl, wenn er am Boden unten gestanden ist, hat schon ausgesehen wie ein Einfamilienhaus. Dann hat man das Ganze als Element so gut gemacht. Weiter. Eben 1990 hat man mit dem Sekundarschulhaus die Straßen eingetötet vom Wärmeverbund. Mittlerweile werden über 80 Millionen Leute geschafft. Ja, so. Von Wärme versorgt. Der wichtigste Energiebezüger, die wir haben, sage ich alle bei jeder Betriebsführung, sage ich auch hier, ist die Bank, die Leihkasse Stamme. Das ist eigentlich ein grosser Vorteil. Wir können uns gar nicht den Geldhahn zuteilen, sonst fahren wir ihnen auch zu. Wir sind beide im Aktivdienst im Zweiten Weltkrieg. Das ist vielleicht noch speziell. Ich weiß keine Ahnung, wie das da hier gelaufen ist. Ob da überhaupt nichts gesagt worden ist in dieser Zeit. Oder ob der Abend mal in die Hand war. Auf jeden Fall sind sie miteinander an der Grenze gestanden. Weiter. 1943 ist das erste Hobelwerk aufgebaut, also die erste Vierseiter-Hobelmaschine installiert worden. Und während dieser Zeit sind hier Stammen zwei Vollgärter gelaufen. Ich vermute, der eine war der Vorschnittgärter und der kleinere war der Nachschnittgärter. Also einfach hier von dieser Zeit würde ich sagen, revolutionär. Weiter. Der Alp-Vollgärter, der ist von der Maschinenfabrik Lauschenbach von Schaffhausen gewesen. Die Enten, die hier von ländlichen Strukturen aufgewachsen sind, haben vielleicht schon so Täuschmaschinen gesehen. Die haben auch Täuschmaschinen und diverse Maschinen gebaut. Genau, Ellen Amri und wir nennen es bei uns auch ganz liebevoll das Dreiländereck von der Nordostschweiz. Erklärt sich ganz einfach, ihr seht die Schweiz, ihr seht das obere Zipfel ist auf Fuden, umzäunt von Deutschland und da unten haben sie noch Zürich. So ist das bei uns. Und weil wir bei uns recht viele verschiedene Kulturen haben, haben wir bei uns angefangen, Ritual zu entwickeln. Also so auch die Sprachbarrieren durchbrechen, für das Miteinander fördern und so eine